Fini! Wo ist mein Sweetie? Sag mal. Fino! Hörst mich nimmer? Hast dein Leben jetzt? Wo ist der? Fino! Fino, komm! Jalle, komm! Der spielt mit den Kindern. Ja, was machst du denn? Sag mal, ich hab gehört, du hast ein neues Zimmer. Ja, wir haben das jetzt so gemacht, der ist raus. Der kriegt sein Hundefutter, nichts mehr Katzenfutter. Katzen sollen die Ruhe haben, morgen fange ich an zu putzen da. Also, erst mal gucken, ob die Schildi es rausgeschafft hat. Hoffe ich nicht, weil die war gestern auf dem Weg. Die war vorhin auf dem Weg raus. Nee, da ist sie. Gut, super gemacht. Weil hier... Also, Fino, du musst aufpassen. Auch auf die Schildkröten. Du bist jetzt der Boss. Hier sieht's halt aus wie Harry, gell? Bevor der Sommer kommt, muss ich hier putzen. Also, Schildi-Bildi. Hier, ich finde, mein Fino hat es verdient. Erst habe ich mit euch gesprochen. Warte mal, ist das ein Baby? Nee, nee. Erst habe ich gedacht, ich hole ihm noch ein Mädchen. Aber nee. Morgen putzen wir hier, dann kriegst du hier deinen Futternapf und alles. Gelfini! Pumi! Wieso bist jetzt du wieder draußen? Miau! Also du bist mir echt ein Segel. Guck mal, alle sind gebissen vom Fino. Also weißt du. Ja, Amina! Komm, Fini, guck mal dein Häuschen. Morgen tun wir hier schön wischen. Man ist alles voll verstaubt. Das ist halt, ne? Mal extra lecker, lecker rein. Ich drehe das um, das ist schön. Ne? Sein Häusle. Weil im Sommer ist die Klimaanlage hier. Dann machen wir das weg. Dann hat er auch kalt. Dann kann er auch hier draußen schlafen. Und wenn der Fuchs kommt, der Fuchs... Meine Hose hängen da und... wenn der Fuchs kommt, der traut sich nicht hier hoch. Aber der Fino sieht den Fuchs. Und dann bellt er ganz blöd. Und dann haut er vielleicht ab, der Fuchs. Gell? Hier unten kackt er mir alles voll. Dann lieber hat er hier seine Freiheit. Er kann überall hin, der Fino. Guck mal, jetzt ist er abgehauen. Fino! Ich muss das mal an die Seite tun, weil ich muss dieses Bett aufknoten. Mausi kriegt das nicht auf. Das mache ich morgen. Und dann habe ich noch Katzenfutter in der Gefriertruhe gefunden. Ist auch super. Ja. Ich gucke immer, ob ich Silva sehe oder Maddie. Nix. Der ist bei den Kindern, hörst du? Der Fino. Jetzt ist auch noch der Schwager krank. Ah, da bist du! Ja, das ist dein neues Bett. Die Mausi hat gesagt, der liegt drin und ist ganz glücklich. Oh, so. Jetzt muss ich Schuhe wechseln. Ja! Nein, den kriegst du nicht. Guck mal, wie der schnurrt. Der ist so lieb. Das ist einer der liebsten Katzen, die wir haben. Der Pumuckl. Gell? Dann können wir hier auflassen. Dann kannst du nämlich dein Geschäft bei uns im Garten machen und musst nicht da auf dem Bersim kacken. Das will ich auch nicht. Gucke ich erst mal, was hier los ist. Tick, 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 tick. Die Rosie ist noch da. Super. Okay, jetzt gucke ich mal, wie könntest du rausgekommen sein? Ich habe keine Ahnung. Sag mal. Da oben. Regst mich aber langsam auf, gell? Hallöchen, habt ihr Babys? Nee, hören sie nicht. La, la, la. Was machen sie da? Das kann natürlich auch ein Nest sein. Und du liegst auch so schwanger da. Kann man ihnen helfen? Brauchen sie was? Da macht auch keiner Nest. Was ist das? Rupft sich schon jemand? Langsam, langsam.
Was ist das? Blut? Nee. Das ist irgendein Topf. Ja, die müssen erstmal ein Nest bauen. Was ist da? Nix! Was haben wir da? Gar nichts. Zeig mal. Nee. Also, Panda, was ist los? Wann geht's los? Gut, wir kommen später nochmal. Hier, das ist auch schon Tee geworden. Weg damit. Da habt ihr Wasser. Du, gell? Nicht rumschimpfen. Ja, ja, euer Wasser ist auch runtergeflogen. Ich hab's gesehen. Du, als ob die schwätzen können, die Vögel. Unser Wasser auch? Da habt ihr stinke Wasser. Da habt ihr's. So stinkt's Wasser mit. Boah, das ist aber unangenehm. Gut, dass ihr das nicht trinkt. So. Gell? Boninja. Nee, du. Das ist mal auswaschen. Irgendwie. Der nächste Vollmond macht ihr Wasser. Ich weiß ja nicht, wann die. Komm. Also. Oh, ich wollte euch doch Ding bringen. Genau, ich muss nochmal kommen. Hab das ja sogar gerade gesagt. Übrigens, Leute, ich habe den Urlaub gebucht. Wir haben Urlaub gebucht. Und das ist erst, das ist zahlbar dann, wenn ich es kann. Also wenn wir dort sind, zahlen wir das. Ist das genial. Du kleine Pixi, guck mal hier. Pixi hat das mit dem Popo. Komm mal her. Ist schon viel besser. Ja. Ja. Gell, und du bist die Krankenschwester. Du kleiner Fratz. Also, wo kommt der raus? Hier habe ich schon zugemacht. Dieser Kater hat ein Geheimnis. Da vielleicht? Da kann er doch nicht mit dem Kopf raus. Hanoi. Ja. Ich habe Salashish gebucht. Alif Salema, ja Mohammed. Corona di wala. Nesle Shabi wala. Kold. Ilbes Haga Tacht. Calcium. Fi? Halas. Alif Salema. So. Sind halt alle krank, doch, gell? Ist klar. Machen. Der eine steckt den anderen an. Aber muss sagen, bei mir geht's ja noch. War's nicht? Delfini! Hauptsache, du bist nicht krank. Das ist das Wichtigste. Ich hole jetzt dir noch ein paar Sachen raus. Futter, Wasser. Okay? Oh. Habibi! Und ich habe die Zuschauer gefragt, soll ich noch einen Vogel? Ein Vogel. Ich habe einen Vogel, ja. Soll ich noch? Ist jetzt einer raus? Ist doch jetzt einer raus. Oh, Entschuldigung. Wer ist jetzt raus? Fini, wer ist raus? Hol ihn. Wer war das? Hä? Wo knurrst du? Bin ich jetzt völlig mischugge? Fini! Fini ist hinterhergerannt. Mein bester Hund. Ah! Der Bambi! Schnell! La! Emsig! Emsig Bambi! Emsig Bambi! Yashani, Emsig Bambi, yalla! Super Junis, Fino. Emsig Bambi Psura! Yalla! Emsig! Emsiku! Du bleibst da. Du bleibst. Komm her! Da kommt dein Auto. Schnell fangen! Aiwa! Masha Allah! Die Kinder. Da, Lerschan. Hau euch Barra! Der ist abgehauen, der Fino hinterher. Und ich habe jetzt
Guck mal, Warin Auel. Der hat hier voll die Wunden von ihm, vom Beißen, glaube ich. Deswegen, komm her. Also viele Haare. Aua. Ja, komm mit, falls er mich beißt. Mohammed Al-Salema. La, du machst mir die Tür auf. Der Fiedel. Fiedel. So ein Stress. Schnell machen Sie die Türe auf. Er wird unangenehm, dieser Kater. Schnell, rennen Sie. In dem Wind sind Sie draußen. Und der Fino ist hinterher dran. Der war super. Komm rein. Was willst du denn? Kommen Sie rein. Bambi, weg. Also, weißt du, die gehe besser, Bibti. Nimm das. Das hängen wir jetzt da auf irgendwie. Nimm das. Oder wir stellen es hin. Der war wieder draußen, der Säckel. Weißt du, wo der rauskommt? Ich auch nicht. Komm schnell rein. Ich will jetzt denen irgendwas Schönes hier machen, damit die noch mehr Platz haben. Also, was denkst du? Hinstellen. Fertig, so lieblos. Halt mal kurz. Bin ich gut bedeckt? Ja. Oh, ich demine. Ganz nackt. So, warte mal. Da können sie extra sich... Extra mit einem mit einer Rose drin. Mal sehen, wie lange das so bleibt. Okay. Oder ich will das irgendwie hängen, weißt du? Das da können wir so hängen. Können wir hier rumklotzen. Wir müssen denen mehr Möglichkeiten machen. Daher können sie hocken. Guck mal, das ist nicht gut. Dann. Ich würde es gern. Übrigens, Mann, ich habe Urlaub gebucht. In 2 Monaten. Ja. Im Ende Juli. Ende Juli. Anfang August sind wir im Saal Haschisch. Glaubst du das? Ich auch nicht. Doch, aber ich habe gebucht. Mahmoud ist mein Zeug. Guck mal. Und Tina. Tina mit Zeuge. Mahmoud und ich haben zusammen gebucht. Eine Ferienwohnung, also kein Hotel. Bist verrückt? Für wie lange? Und Mahmoud sagt, was willst du dort essen? Was es gibt, außer meine Küche. Wir können uns auch Essen mitnehmen. Potatis, Cookie oder wir kaufen das dort. Für eine Woche. Du, eine Woche ist schon teuer genug. Ja. Und wenn wir noch nicht die Schnauze voll haben, können wir noch in Hurghada eine Woche dranhängen. Beim Omar oder irgendwo. Guck mal, was sagst du dazu? Das wackelt ja mehr als vor. Einfach lustig, ist doch schön für die. So, und dann kommen wir nämlich hier ein bisschen Butter draufstreuen. Fertig. Meinst du, das klappt? Ich weiß es nicht. Und hier dazwischen, so. Nee, dann fällt es um. Hier. Oder hier, so. Sodele! Wenn wir sehen. Doch mal. Und da, schick. Wir holen noch ein paar Äste, du Kosso. Ja, Lavina, das war's. Das war's. Für die nächsten 110 Jahre kriegt ihr nichts mehr. Ja, klar. Seid dankbar. Auf Wiedersehen. Seid dankbar. Na, ich möchte noch, dass du den Hasen... Nein. Ja, gib mal, ready. Aha, ready. Why the Mine, die ist ja nass. Hör auf mit dem Why the Mine, bitte. Wenn er weiß, was das heißt. Das ist kein Arabisch. Dann sagen die Leute, guck mal, wie gilder du bist. Guck mal, die Süßen. Zeig mal Coco und Nafis, die Leute kommen mit. Da ist doch Coco. Finde Nafisi. Nafisi, warum? Die ist draußen mit Emma. Hier nochmal. Das ist doch Fini. Wo ist das? Oh, der legt den Zucker ab. Fini, das ist auch nochmal. Genau, die sind doch schwanger. Der große Tigerbaby. Oh. Zucker. Ja. Fini.
Und du bist auch so ein Baby. So ein Baby. Mansi. Mansi. Oh, Mansi. Hier, Katzenspielzeug. Die kleine Mausi. Das ist dein Spielzeug. Zu dir. Die mag mich nicht mehr. Die denkt, sie kriegt irgendwie... Oh, kriegst keine Spritze. Nein. Nein. Und du? Oh, Bibi. Die haben heute die letzte Gans gefressen, die wir hatten. Haben wir. Meinen Löwen. Guck mal. Der ist so groß. Der umarmt dich immer. So ein kleines Baby. Oh. Dreh dich mal um. Oh, dem gefällt's. Aywa. Okay, ich muss reingehen jetzt. Ich habe nämlich Besuch im Haus. Besuch. Mein Schwägere. Pass auf, dass die nicht rauskommen. Bist du barfuß? Fien, ich bin so glücklich. Und die Gänse, Bukra bad Bukra. Tschüss. Fertig. Und die Tür können sie auch auflassen jetzt. Immer. Mausi. Die Tür können wir jetzt immer auflassen. Nicht so machen. Mich lässt im Gäffel, schon Fino hin. Lau Aya Harabi G. Juno, Jonas. Hau Amel Sot, sei Afrit, gell Fino? Anti-Security. Mahatisch gai, hinna. Und subhanallah, bus, il bab mostua. Hau mich etla. هو عارف دي مكانه وهو لازم هالبالك من كله وضرر القطه لما طلعت قتلة هو اخسو كمان ايوه انا اقول هاتي بامبي وهو جبت هو شاطر من اخر وداخل كله فروج عارفاه هو حبيبي jetzt brauche ich noch Mausi von dir Entschuldigung hol zwei Näpfe Wasser und Futter mach das bitte Malisch. Tschüss. Ich muss reingehen. Und tu es neben sein Ding, neben sein Futter. Wasser und Futter, dass er weiß. Und zeig's ihm auch. Okay? Das wollte ich jetzt noch machen, aber ich muss rein. Ich hab Besuch. So, jetzt kann ich noch mal. Also, ich bin ganz stolz. Ich will es von zuerst. Okay, von zuerst. Okay. Achaza. Akala, akala. Amara, amara. Sa'al. سأرى دأل دأب دأب سأل سأل أرى أرى لجاء لجأ نشاء نشأ بزر بزر براع براع بركة بركة خبز خبز ربط ربط نبزا نبزا زبرا زبرا زهب زهب رأب رهب رأب هراء هراب هراب ترك ترك ترز ترز فتر فتر وتر وتر بترى بترى ربتا ربتا رفتا رفتا ما قوتا ما قوتا تسبرا صبرا سرات سرادا سرادا لا سما لا سما جسما جسما نسرا نسرا مكسا مكسا Und jetzt auf die Playstation. Juhu! It's letter from the letters that you make sound. Aywa, that you combine. Separate letters, but you make one sound. Mama, from. Ich sag, ich kann es machen, also das ist ganz, nicht ganz, das ist gar nicht schwer. Also guck, Mama. Das ist hier, das erste. Ich wollte mir die nicht holen, was ich nehme. Diese sind voll stark. Ich habe die geholt von den nicht starken. Den Baby-leichten Sachen. Ja. Für mich war das schon super. Mabruk. Diesen Sachen. Guck, die sind Kannst stark. Du das lesen? Ja, aber die sind voll stark. So? Schwer, nicht stark, schwer. Ja.
Ich hab da keine Ahnung, Jonas. Maschi, du lernst noch, Jonas. Wir sind stolz auf dich. Super. Langsam, langsam. Passt auf, tritt nicht auf die Playstation. Jetzt haben wir wieder hier Mahmoud, you finish this drama now. Der guckt immer so komische Drama an. Wir haben das jetzt hier so gemacht. Dann kommt die Playstation drauf und Jonas darf jetzt spielen. Ist ganz happy. Braha, braha. So, meine Lieben. Boah. Ich fühle mich gerade wie die Wolfsmama. Hitzeschlag oder was? Nee, hab ich nicht, aber ich bin fix und fertig. Ich habe das Loch gefunden. Hab da ein dickes Seil. Jetzt kann keiner mehr raus. Keine Rosie. Kein Pumi. Wie ihr seht, habe ich wieder umgestellt. Die Sommer Edition ist wieder da. Ja, ich zeige euch mal. Mach mal Roomtour. Das da schaffe ich nimmer. Leute, das muss Amina machen. Ich habe hier drei Haufen, die Amina machen muss. Einmal die Ecke. Das. Und das bisschen da hinten. Mehr kann ich nicht. Mein Rücken, alles Ramadan. Also ich bin, jetzt komme ich echt an die Grenzen. Aber ihr seht, ja, viel Platz. Für wie viele Katzen haben wir gesagt? Keine Ahnung. Fino hat heute noch einen Korb gekriegt. Für die Nacht. Wie heißt das? Eine Transportbox. Aber der wollte draußen schlafen. Und du brauchst nicht gucken. Du hast jetzt eine Ruhe von Fino. Die können heilen. Ich mache auch nichts drauf. Das halt so. Gell? So. Und jetzt bitte nicht hier rumkruscheln, bis Amina kommt. So. Das ist mein Reich jetzt. Guck, der Pumi in der Sonne. Das habe ich repariert. Das hat ja der Fino kaputt gemacht. Hier haben sie Versteckmöglichkeiten. Da können sie locker hoch. Alles Paletti. Ja. Jetzt würde ich noch ein paar Futterdinger verteilen. Genau. Komm mit. Die zwei kommen mit rein. Hier ist noch Wasser. Das ist extra da drin. Das Zimmer muss man noch kehren. Da habe ich jetzt keine Moose für. Das ist nicht so schlimm. Ich habe die Tür hier zugemacht. Dann könnt ihr hier. Und da. Und da. Also, wenn es kalt werden sollte, da können sie ein bisschen rumliegen. Das habe ich so gelassen. Ja, den Venti langsam raus. Oh, gemütlich. Kann man lassen. Schön gekehrt. Ach, Fino, du machst direkt draußen. Geh, ich weiß, du willst rein. Zu deinen Babys. Geht nicht. Leute, ich bin ganz durch den Wind. Im Livestream haben alle waren dagegen. Und ich so, okay, wenn ihr meint, ihr werdet ja recht haben. Dann nächsten Tag die Kommentare von anderen Zuschauern. Hunde sind Familienhunde, die müssen im Haus sein. Wir sind Muslime, wir können keine Hunde im Haus halten. Im Haus brauchen wir keine Protection. Das ist im Stall der Wachhund. Wir müssen zu Hause nicht bewacht werden, weil mein Mann ist der Wachhund. Wenn du so willst. Und wenn du jetzt irgendwo allein in der Prärie lebst, dann hast du auch einen Wachhund, aber auch draußen. Weil der Hund, der macht das Haus unrein mit seiner Nase und dann weiß ich gar nicht mehr, wo du beten kannst. Ein Zimmer nur zum Beten, da bin ich eingeschränkt. Also wir haben Alhamdulillah ein Wetter für Ägypten, wo der Hund Tag und Nacht draußen sein kann. Ja. Cool. Ja. Oh, Rusty, du bist mein Baby, der ist so niedlich. Ja, und na klar, hätte ich ihn auch lieber gern drin. Mit ihm im Bettle schlafen, wie früher, ne? Aber wir müssen uns an Allah halten. Das heißt, er ist unser Wachhund, er ist immer draußen. Mir tut auch ein bisschen leid, deswegen habe ich gedacht, vielleicht noch eins. Aber eins wäre mir auch schon wieder zu viel. Jetzt schreiben aber so viele, ja, ist ein Rudeltier, das weiß ich auch und das genügt nicht, weil wir sind ja im Sommer auch viel draußen, drin. Wir kommen erst abends raus. Gut, das reicht ihm vielleicht auch, tagsüber wird er auch schlafen. Ah, hör mal auf, ich weiß es nicht. Also bis jetzt ist nichts geplant.
Ich hätte den Hund in Aussicht, aber der ist schon größer und ich weiß nicht, ob er sich vertragen würde. Das ist ja wieder das. Ich dachte, ein Weibchen, wenn er kastriert ist, und die kann man ja danach kastrieren. Erstmal in Luxor fragen, ob die auch Weibchen kastrieren können, dass die pfuschen. Ja. Und dann kann man immer noch überlegen. Na, jetzt erstmal nicht. Mein Mann war gestern schon ein bisschen sauer, dass der Fino mehr Platz kriegt. Da, dass er jetzt den ganzen Hof bewacht und auf der Veranda rumrummenum. Kell! Und er wird nie Hunde lieben. Katzen hat er akzeptiert, aber nur, er geht da nicht rein in das Zimmer. Das mache ich alles alleine. Na, manchmal hilft mir Amina, aber ich mache das eigentlich alles. Die ist jetzt gerade in den Lernkursen beschäftigt. Hat jetzt auch Ramadan-Pause. Und ja, die hat vormittags immer. Und nachmittags. Manchmal drei Lerngruppen am Tag. Und das ist die Schule, was die hier machen. Wisst ihr? Die gehen nicht in die Schule, sondern machen die Lerngruppen. Natürlich, wenn du jetzt hier im Dorf bist, gehst du auch in die Schule. Aber extra nach Nagahama, die fahren sich abhetzen in der Hitze. Wegen was? Das können sie ja schon. Von dem her, das ist alles entschuldigt. In Ramadan sowieso. Ja. Okay, meine Lieben, das war's im Video. Ihr seht. Muss man nachzählen hier. Maddy Silver nicht mehr aufgetaucht. Wer ist jetzt hier, der Störenfried? Bist du das? Garfi, wenn ich noch Wunden sehe, gehst du raus. Der Bambi war zuerst da. Wieso bist denn du so schwach, Bambi? Oh, nee. Ich dachte, also wenn die müssen jetzt innerhalb von einer Woche zugehen, die Wunden. Wenn die nicht zugehen, ist das der Garfield. Dann kommt der Garfield raus, bisschen Straßekatze werden. Wir sind nicht blöd. Donna ist schon weg, die kommt gar nicht mehr, keine Ahnung, die kriegt irgendwo anders fressen. Garfi ist der Virus. Guck mal, der will doch nur dort sitzen, Mensch, Garfield. Lass ihn doch. Der will den Boss spielen, seht ihr das? Der lässt den dort nicht sitzen, auf dem Stuhl hier, auf dem... Der arme Bambi. Was ist das jetzt wieder für ein Geräusch? Okay. Also ich hoffe, dass heute Gänse mal abgeholt werden. Ja. 24 Grad, deswegen war ich heute so fleißig. Es ist nicht heiß. Ja. Das nächste wird das Affengehege sein, aber... Da brauche ich einen anderen Tag. Heute bin ich brotfertig. Jetzt gehe ich erstmal unter die Dusche. Ihr könnt wissen, ich zeige euch das mal. Also, es ist. Guckt ihr noch nur den Fuß an. Seht ihr das? Und die Hände voll dreckig. Ich habe ja auf den Knie bin ich mit dem Handbesen da. Ihr wisst, ich frage gar nicht mehr nach einem normalen Besen bei meinem Mann. Komm. Ich mache alles auf den Knie und fertig. Vielleicht auch rückenschonender. Und Haare habe ich im Mund. Was ist jetzt das? Hier habe ich eine neue Konstruktion. Der Fuß fehlt, aber wenn du da kannst du super sitzen. Gell? Gell, Bambi? Oh, Baby, ich weiß. Ich fasse nicht deinen Rücken, dein Ding an. Ja, ich weiß. Ja, tut weh, gell? Bin ich da oben? Das sind die Vögel. Kracht bestimmt bald runter, dann haben wir das Salat. Auf das wartest du, Rosie. Guck mal, der Zucker. Wo ist denn mein Prinz? Prinz! Bist du hier drin? Nee. Ich sehe keinen Prinz. Das ist Sally. Sally? Daisy. Da bist du ganz unschuldig. Oh, Baby, die Nase wächst zu. Lass mich nur gucken. Ja, die wächst zu. Jo, Baby, bald darfst du rein. Bald darfst du rein. Der Kater, der mag am Bauch gestreichelt werden, gell? Dann bat ich dich. Ja, der Papa muss halt weg sein, weißt. Dann bat ich dich. Was? Ich wurde nicht gebadet. Doch.
Und du auch. Nee, du nicht. Du bist doch eine ägyptische Mau. Die kann man nicht mit... Was sind das für eklige Geräusche? Du kleine Maus, dich nehmen wir mit rein. Du bist so unschuldig. So ein kleines Bubsilein. Aber eigentlich auch, Leute, wie viele Katzen kann man in dem Zimmer halten? Die kleine will ich nicht. Die ist zu klein. Die Mietzi. Mietzi. Nee. Den Prinz auf jeden Fall. Welche Katze würdet ihr noch mit reinnehmen? Es bleibt eigentlich nur Daisy. Und was so witzig ist, ich habe 5 Kissen gekauft. Ha! Ja. Willst du mit rein, Mietzi? Willst du mit rein? Oh, meine Süße. Mietzi, Menzi, wir haben dich nicht vergessen. Ja. Muss in die Stadt Impfungen holen. Und dann wirst du nochmal geimpft. Weil bei dir bin ich nicht sicher. Und dich impfe ich auch nochmal. Ich hole gleich 5 Impfungen. Ja. Inshallah. Ich zeig nur ganz kurz, wo der Pupsi geschlafen hat. Hier hast du drauf geschlafen. Und wir haben dir ein Haus da hinten gebaut. Und hier, guck, da hast du reinhüpfen können. Da war schön gemütlich. Wollt's nicht. Daher. Ja, kannst du nichts machen. Und da hat er sich aus dem Müll eine Knoche. Da hast du noch. Ja. Lecker, lecker. Okay, meine Leute, das war's im Video. Jetzt gehe ich duscheln. Bis die Tage, Maslem. Bye, bye.